schicken, dass wir in Südtirol in einer sehr unangenehmen Situation und Diskussion rund um den Flughafen gelandet sind. Das hat unserer Meinung vor allem deshalb stattgefunden, dass wir jetzt diese Diskrepanz zwischen der Landesverwaltung und auch der Bevölkerung, also all jenen, die hier 2016 am Referendum mitgestimmt haben und sich für das Nein ausgesprochen haben, dass die sich jetzt irgendwo betrogen fühlen, beziehungsweise dass hier auch das Instrument der direkten Demokratie von vielen in Frage gestellt wird. Und warum ist das so gekommen? Der Landeshauptmann bzw. die Landesregierung beruft sich jetzt ja darauf, dass in der damaligen Fragestellung es nur und ausschließlich um die öffentliche Finanzierung gegangen ist. Und ich bin mir sicher oder ich befürchte, dass er hier auch rechtlich damit durchkommen wird. Denn wenn man es prüft, dann kann man es wirklich auch so auslegen, es ging nur um die öffentliche Finanzierung. Das heißt, was dann Private eventuell daraus machen, eben ob es eine Verlängerung der Landebahn ist, ob es eine Erhöhung der Flüge ist und so weiter, das stand ja nicht in der Fragestellung drinnen. Warum haben aber sehr viele Südtirolerinnen und Südtiroler hier geglaubt, wenn sie mit dem Nein stimmen, verhindern sie sozusagen auch den Ausbau des Flughafens? Und wie es bei jeder Volksabstimmung, bei jedem Referendum, bei jedem Mitentscheid durch die Bürger auch gemacht wird, so hat auch damals 2016 das Land Südtirol eine Broschüre herausgegeben, wo sie klar aufgezeigt hat, was passiert, wenn das Nein gewinnt und was passiert, wenn das Ja gewinnt. Immer in Bezug zur Fragestellung des damaligen Referendums. Und bei den Gründen bzw. bei den Auswirkungen des Neins steht da in dieser offiziellen Broschüre des Landes, und ich zitiere hier: Der Sieg des Nein am 12. Juni wird den Flughafen nicht dem Staat oder Privaten ausliefern, sondern wird ihn dem Land und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Und man kann also nicht die Bürger zu etwas befragen, ihnen falsche Auswirkungen dazu beilegen, indem man sagt, sollte das Nein gewinnen, werden wir eben nicht an Private ausliefern, werden wir nicht sozusagen die Kontrolle über den Flughafen verlieren. Und jetzt, 3 Jahre später, macht man genau das. Man sagt eben, man hätte nur über die öffentliche Finanzierung abgestimmt, und wenn das Nein und im Sinne dieses Nein kann jetzt auch jeder Private die Landebahnen verlängern und so weiter. Und ich betone nochmal, ich gehe davon aus, dass die Landesregierung rechtlich damit durchkommen wird, da in der Fragestellung zu diesem damaligen Gesetzesentwurf wirklich nur die öffentliche Finanzierung drinnen war. Aber all das, was mit der Broschüre vermittelt wurde, da wurde viel mehr hineininterpretiert und den Leuten sozusagen, den Bürgern, ein falsches Signal vermittelt, indem man eben hier Hoffnungen geweckt hat, dass mit dem Nein ein ganz anderes Ende herauskommt für den Flughafen. Und deswegen sind wir jetzt in dieser Situation, wo sich irgendwo auch die Menschen unverstanden, teilweise sogar missbraucht fühlen. Wir Freiheitliche sind große Befürworter der direkten Demokratie, und wir sehen, dass gerade mit solchen Aktionen, mit solchen unsauberen Broschüren beziehungsweise mit falschen Fakten, die hier mittransportiert werden, dass wir hier wirklich der direkten Demokratie keinen Nutzen bringen, sondern dass man das Instrument beschädigt. Das heißt, man verliert Vertrauen in das Instrument der direkten Demokratie. Und wir können hier noch, wenn wir wirklich direkt demokratisch mehr machen möchten und die Bevölkerung zu bestimmten Themen einbinden möchten, dann müssen die Auswirkungen des Ja's oder eines Neins bei einer Fragestellung klar sein. Das muss garantiert sein, dass man hier wirklich redlich und sauber auch mit den Auswirkungen des jeweiligen Entscheids arbeitet. Dies nur vorausgeschickt, weil ich glaube, dass dieser Fakt zur unguten Situation und zur unguten Stimmung gegenüber dem Flughafen und der allgemeinen Situation natürlich ausschlaggebend ist. Nun konkret zur Eingabe beim Rechnungshof. Nachdem wir die Bilanzen des Flughafens geprüft haben, und ich betone nochmals, ob es nun der Verkaufspreis ist,
der in den Augen vieler zu gering erscheint. Wenn man es rechtlich prüft und dann sieht, dass die meisten Gründe ja eh dem Staat gehören und somit nur auf Konzession sind für den neuen Betreiber und nicht mit eingerechnet werden können, wird wahrscheinlich nicht viel mehr herausschauen, weil man eben weiß, und das weiß jeder, der sich in der Wirtschaft auskennt, wenn man einen Betrieb hat, wo man davon ausgehen muss, dass er negative Zahlen schreibt, so wie es in der Vergangenheit ja auch getan hat, dann wird hier nicht viel mehr drinnen sein, auch bei einem Verkauf an Privaten. Aber was wirklich ein großes Fragezeichen aufwirft, ist jener Umstand, dass bei der Finanzierung des Flughafens, und ich darf erinnern, dass das Land Südtirol immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht hat, um überhaupt den Flughafen, damit der Flughafen überhaupt Investitionen tätigen kann. Mit diesen Investitionen gehen natürlich auch Abschreibungen einher. Diese Abschreibungen in der Höhe zwischen 1 Million und 1,5 Millionen im Jahr, diese Abschreibungen wurden in den Kosten natürlich angeführt. Zugleich wurden diese Abschreibungen wieder mit einem Beitrag finanziert, was den Verdacht erscheinen lässt, dass es sich hier um eine Doppelfinanzierung handelt. Wir möchten heute, wir sind nicht die Richter, wir als Opposition und wir als Freiheitliche, wir möchten diesen Verdacht, der im Raum steht, klären. Es ist unsere Kontrollaufgabe und eines der wichtigsten Instrumente, die wir in der Opposition auch haben, dass wir die Landesregierung kontrollieren und schauen, ist ein Schaden entstanden für die öffentliche Hand? Hat es hier eine Doppelfinanzierung gegeben, die eben nicht dem Recht entspricht? Und man muss sich schon die Frage stellen, wenn wir 2016 eine Mehrheit hatten im Land Südtirol, die gesagt hat, wir möchten keine öffentliche Finanzierung des Flughafens, durch die Vorgehensweise und die Finanzierungsform der Landesregierung in den letzten 3 Jahren ist es zum Umstand gekommen, dass das Kapital, das Eigenkapital, sich in den letzten Jahren jährlich um rund 1 Million erhöht hat. Also bereits nachdem man gesagt hat, man steigt aus, hat sich das Eigenkapital erhöht. Man kann jetzt natürlich auch sagen, es ist somit auch für einen Käufer, für private Interessen, ist der Flughafen dadurch natürlich auch interessanter und lukrativer geworden, wenn man statt 3 Millionen Eigenkapital auf dem Konto nun 5 bis 6 Millionen auf dem Konto hat. Ich glaube, das leuchtet jedem ein und man muss sich hier schon die Frage stellen, warum man in dieser Zeit auch, wo wahrscheinlich weniger Investitionen getätigt worden sind und dadurch auch diese Erhöhung an Kapital zustande gekommen ist, warum man in dieser Zeit, wo bei allen anderen Sachen im Land gespart wird, wir reden hier ja nicht von Milliardenbeträgen, das ist schon klar, aber es sind immer 2 bis 3 Millionen, die hier zusätzlich hineingekommen sind und da werden sich schon viele Fragen, auch ehrenamtlich Tätige im Sozialbereich oder im Kulturbereich, wo immer wieder gestrichen worden ist, warum man hier sozusagen überflüssigerweise diesen Flughafen noch aufgepumpt hat, obwohl man wusste, man steigt ja aus und wird ihn verkaufen. Ich möchte das Wort nun an Otto Malknecht geben. Er wird kurz auch auf das Rechtliche eingehen, wo wir eben die Vermutung haben, dass hier dieser Passus zum Greifen kommt. Bitte, Otto. Ja, ist vielleicht so, dass jemand glaubt, was macht es jetzt schon aus, die Landesregierung, der Haushalt Südtirols hat ja über Jahre diesen Flughafen finanziert. Was macht es jetzt aus, wenn doch ein paar Millionen mehr sind? Aber dem ist nicht so. Es ist so, dass auf europäischer Ebene das Beihilfenrecht genau vorschreibt, was in solchen Fällen passieren darf. Und zwar ist eben ausdrücklich verboten, dass es zu einer Überkompensation von Verlusten kommt. Da gibt es einen Beschluss aus dem Jahr 2011, Nummer 2012-21 EU. Und in diesem Sinne ist eben vorgesehen, dass nur die tatsächlichen Verluste plus ein kleiner angemessener Gewinn dürfen mit öffentlichen Mitteln abgedeckt werden. Nicht hingegen darüber hinausgehende öffentliche Beihilfen. Und wenn sowas vorkommt, dann hat der Mitgliedstaat, in dem Fall Italien, die Pflicht vom betreffenden Unternehmen, das diese Beihilfen, diese überschießenden Beihilfen bekommen hat, zurückzufordern. Im vorliegenden Fall schaut es eben so aus, als ob im Hinblick auf den Verkauf sozusagen die Braut schöner gemacht wurde, als sie ist, indem man einfach über Jahre hinweg, ja jedes Jahr so ungefähr 1 Million, hinein
gegeben hat, überschießend und sozusagen das Konto der ABD Airport AG dementsprechend schöner und fetter geworden ist für den Verkauf. Das widerspricht dem, was die Landesregierung, der Landeshauptmann im Hinblick auf die Verwendung der Steuermittel nicht zugesagt hat. Danke. Sie werden verstehen, das sage ich auch dazu, dass hier die Form der Abschreibung bzw. die Führung der Bilanz, und ich möchte auch betonen, die Bilanz des Flughafens und die Führung der Bilanz ist in Ordnung, da gibt es nicht auszusetzen. Es geht hier darum, wirklich nur zu klären, ob diese Finanzierung wirklich einer Doppelfinanzierung entspricht und sozusagen unlauter war oder nicht. Und wir werden hier jetzt heute keine Vorverurteilung vornehmen, sondern es ist eben unsere Aufgabe, das prüfen zu lassen. Und ich möchte mich auch bedanken bei den Kollegen der Opposition, als wir eben als Freiheitliche diese Initiative gestartet haben und ich den Kollegen auch mitgeteilt habe, dass wir diesen Verdacht haben, habe ich auch gleich gebeten, ob sie Interesse haben, diese Eingabe mit zu unterstützen. Und ich darf hier erwähnen, es wurde vom Team Köllensberger, also der Fraktionssprecher Paul Köllensberger, Brigitte Foppa, Sandro Repetto und Diego Nicolini, also von diesen vier und Sven Knoll, von diesen Oppositionsparteien haben wir eben auch die Unterstützung hier erhalten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal an den Rechnungshof, hier detailliert und gründlich zu prüfen, denn es ist wirklich korrekt, wenn die Bevölkerung, und also nicht nur wir Parteien, sondern eben die Bevölkerung Südtirols, hier aufgeklärt wird, was es mit dieser Finanzierung auf sich hat. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von uns noch für Fragen zur Verfügung steht. Dankeschön.